Wunderschönen guten Tag. Wir sind stehen geblieben in der vierten Mission der Sowjetkampagne Rette Romanov, der... Gefechtskontrolle. Oder ist er noch aktuell? Ich glaube nicht. Juri ist aktuell, glaube ich, irgendwie das Oberhaupt. Juris Truppen konnten den einzigen Flughafen in der Gegend erobern. Und jetzt suchen sie unseren Regierungschef. Sie müssen den Premier finden, bevor der Gegner ihn entdeckt. Der Gegner. Werde ich tun. Wir glauben, dass sich Premier Romanov im östlichen Teil der Stadt versteckt. Dann schnell sie nach Osten. Sie müssen ihn unbeschadet über den Fluss zum Flughafen bringen. Juris Truppen haben Gebäude im Norden besetzt. Unser neuer Sprengwagen sollte aber in der Lage sein, diese Gebäude schnell zu räumen. Sprengwagen? Ich erinnere mich. Wurde gezeigt bei der letzten... beim letzten Video. Dies ist eine Botschaft von meinem alten Genossen Romanov. Ergeben Sie sich, Genosse Premierminister. Dann verspreche ich Ihnen Asyl bei meinen Truppen. Verbergen Sie sich noch lange, werden Sie ganz sicher sterben. Der Genosse General ist ein Verräter einer sowjetischen Bevölkerung. Ihr Schicksal und das Schicksal der ganzen Welt liegt in meiner Hand. Ja, erst Asyl versprechen und dann doch abschieben, das kennen wir doch irgendwoher. Wir speichern jetzt erstmal immer so lange Sequenzen in diesem Add-on. Das gab es im Hauptspiel auch noch nicht. Buntes Erz ist schon mal schön. Wir gucken uns ein bisschen um. Wir starten unten links, müssen nach rechts. Das Übliche. Die stärkste Einheit, hat die wirklich... hat die das wirklich gesagt? Sie will mich doch verarschen. Vielleicht in dieser Mission. Das wäre ja... dann würde es sehr einfach werden. Wenn er in dieser Mission echt... ah, noch mehr Tiberium. Keine stärkeren Einheiten hätte als... noch mehr Tiberium. Juhu. Ich dachte schon, ich hätte nur noch ein bisschen bunte. Das wäre dann eng geworden. Dann wird die Mission sehr einfach auf jeden Fall. Wenn er nur Berserker als stärkste Einheiten hat. Keine Missgeburten und so weiter. Wir sind in der vierten Mission von insgesamt sieben. Finden Sie Premierminister... ach, er ist nur aktuell. Romanov, bevor Juris Leute ihn schnappen. Da ist ein Kamel. Es greift mich an. Es hält aber eine Menge aus. Schieß auf die Höcker, schieß auf die Höcker. Dann können wir das Wasser trinken. Da, direkt dran. Ich brauche erstmal eine Kaserne. Brauche ich Verteidigung? Ich denke mir immer am Anfang... Sie können sich nicht ewig von meinen Gefolgsleuten verstecken. Ich versuch's aber. Es ist nur eine Frage der Zeit. Produktion abgeschlossen. Einsatz hier nicht möglich. Ja, hat doch geklappt. Produktion läuft. Ich versuch's erstmal ohne Abwehrgebäude, wie immer. Ich habe normale Sowjeteinheiten, wie ich gerade sehe. Es ist halt immer wieder anders. Mal hat man coole Alliierten-Einheiten, dann kommt mal da was Neues. Ich hab's doch beim ersten Mal schon verstanden. Wir müssen ihn finden, bevor Juri es tut. Ich werde ihn schon finden, aber erst brauche ich eine kleine Angriffsarmee. Bin auch schon auf Hochtouren dabei zu bauen. Das ist ganz schön wenig Tiberium. Aber wenigstens wird's hier nachgepflanzt, nachwachsen. Komm schon. Ich stelle jetzt am besten direkt hier vorne hin. Weh, der kommt mit einer Superwaffe, das wäre übel. Ich sehe euch, ich sehe euch. Ihr seid zum Glück nicht so schnell. Und die sollen schwächer sein als Berserker, das würde ich ja schon fast bezweifeln. Die machen schon ein bisschen mehr Schaden als dieser Berserker. Na gut, der war auch alleine. Was? Von beiden Seiten, wie unfair seid ihr denn? Warum geht ihr nicht auf den Bauch, ihr Idioten? Ah, jetzt gehen sie ab. Ah, ich hab Angst. Warum schießt der nicht endlich? Ja, ich kenne noch die Funktionsweise eines Armor-Clusters. Eines Selbstmord-Attentäters in den eigenen Reihen. Ich wollte eigentlich kein Kraftwerk bauen. Ich wollte erstmal das Superkraftwerk haben. Dann brauche ich nämlich keins von den Kleinen mehr. Deswegen wird gleich meine Energie wieder weg sein. Aber gut. Dafür kann ich in der Zwischenzeit schnell bauen. Tesla-Panzer kann ich wieder bauen. Und ich glaube, das sind auch meine stärksten in dem Moment. Nein, es geht der Scheiß wieder los. Boah, wie viel... ihr wollt mich doch verarschen. Mit 1000 Juris kommen sie hier. Jetzt muss ich gleich wieder neu laden. Super. Was kommen sie denn da mit Juris? Und das hört auch nicht auf. Die sind ja permanent. Diese Missgeburten hatten immer... nur eine begrenzte Zahl, dafür konnten sie noch viel mehr auf einmal übernehmen. Gut, da kann ich mich jetzt nicht wehren.
Strategieänderung. Wir machen das ein bisschen anders. Wir ziehen unsere Truppen zurück und bauen einen schönen Abwehrwall auf. Aus Hammer und Sichel. Bestehend. Von Gebäuden benutzend. Denn Gebäude können nicht übernommen, Gehirn gewaschen werden. Sei denn, sie müssen sich den ganzen Tag Fernsehen angucken. Nine Live oder sowas. Gibt es das Programm noch? Ich glaube, irgendwie das wurde abgeschafft. Wahrscheinlich haben sich zu viele Leute beschwert, dass das Betrug sei. Yay, wir sind ja hier noch gar nicht weit zurückgefallen. Aber zum Glück habe ich gespeichert. Ja. Das stimmt nicht. Yuri selbst ist. Der Yuri-Klon ist viel gefährlicher. Haben wir doch gesehen. Die kommen. Na, ich stelle mich lieber hier hin, vielleicht. Neue Bauoption, sagt sie jetzt. Ewigkeiten zu spät. Wir haben ein bisschen zu viel Text in diesem Add-on. Muss ich ja schon sagen. Du kannst einfach mal ganz krass hier aufklären und alles angucken. Wahrscheinlich kommen gleich die Gatling-Panzer und killen ihn. Die kamen ja relativ schnell alle. Aber jetzt erstmal ganz viel Tesla-Spulen brauche ich nicht mehr unbedingt. Ich brauche eigentlich nur. Kann ich noch nicht mal einen Gefechtsturm könnte ich bauen. Produktion läuft. Ich brauche eine Kaserne, glaube ich, für die. Abgebrochen. Ja. Scheiße, da geht's schon wieder los mit Yuri. Sie können sich nicht ewig. Ja, die Fresse. Ich glaube, es lohnt sich auch nicht, da einen Ingenieur hinzuschicken. Der wird dir gleich. Nur eine Frage der Zeit. Hm. Produktion abgeschlossen. Genau das hier. Produktion läuft. Und ein Hund. Einen Hund brauche ich auch noch. Der kann auch nicht übernommen werden, meines Wissens. Oder doch? Das wäre aber komisch. Der kann sich aber gleich auch um die anderen Typen kümmern, die da gleich kommen. Zack. Ja, 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 ich weiß. Ah, das ist mein eigener. Das ist tragisch jetzt. Hätte ich jetzt auch einen Yuri, wäre das cool. Ich muss ihn leider töten. Leider keine Wahl. Konnte ich nicht jetzt schon ein Forschungslabor bauen? Oder ich brauche dafür noch eine Waffe zurück, glaube ich. Ja, Fresse. Oh, schön breit aufstellen, das müsste dann reichen. Es ist ja nur gegen ein paar Yuris. Wo ist mein Hund? Der arbeitet schon kräftig, cool. Ja, sehr erfreulich. Kümmere dich direkt mal um die. Und jetzt müssten hier gleich die Gatling-Panzer kommen. Sei denn, es ist doch nicht so geskriptet, wie ich dachte. Schluss damit. Ah, der hat's versucht, den Hund umzustimmen. Aber ohne eine leckere Wurst klappt das nicht. Ah, jetzt kommen die erst. Hat sich verschoben irgendwie, der Angriff. Hoffentlich lassen sie in Ruhe, die können sich ja ein bisschen wehren. Oh nein. Nein. Da brauchen wir mehrere Hunde, da brauchen wir eine Armee. Aber jetzt sieht es alles viel besser aus, weil ich vorbereitet bin. So. Ja, es ist ganz schlecht, wie ich das hier hinstelle. Ich will den aber nicht. So ist das in Ordnung. Da kommt er schon. Stirb, scheiß Yuri. Man braucht gar nicht viel Abwehr. Man braucht keine Tesla-Spulen großartig. Man braucht einfach nur ein Minimum an nicht-menschlichen Wesen. Bei den Alliierten konnte man ja so Roboter bauen irgendwann. Ich glaube, die kann man hier aber nicht bauen. Diese Technologien. Oh, was soll. Ich wollte den nicht bauen. Ist das automatisch passiert oder was? Den muss ich jetzt einfach auf den Gegner schicken. Das ist total schwachsinnig eigentlich. Dann zeig mal, was du kannst. Ich glaube, das wird nicht. Der wird vorher abgeknallt. Wir versuchen es mal. Jetzt nervt es schon wieder, der Scheiß. Vor euch habe ich keine Angst. Ich habe da ein Dreier gespannt gegen euch. Na, versucht's doch. Schneller. Schneller! Auf den da. Meine Fresse. Ja, es hat ja super geklappt. Ich habe vergessen, dass da Juris stehen. Jetzt kommt er zurück. Dem muss ich entgegengehen. Alter, ich kann das nicht nie wieder machen. So ein Bullshit ist das. Kann ich jetzt endlich mal hier vorankommen im Forschungslabor irgendwann?
Ja, das dachte ich mir nämlich. Aber immerhin, die werden jetzt auch ein bisschen beschädigt. Na, minimal. Das hätte besser laufen können. Schnell das scheiß Ding aufbauen. Und dann brauche ich das. Hab noch genug Energie, geil. Irgendwie Panzer wollte ich auch noch bauen. Aber ich habe eh kein Geld. Apokalypse-Panzer, das wäre auch mal was. Aber ich glaube, Tesla-Panzer sind auch keine schlechte Wahl. Jetzt, die sind nämlich ein bisschen billiger. 550. Aha, die hat also schon wieder mehrere Stützpunkte oder was. Naja, das sind ja keine Stützpunkte hier wirklich. Das sind Außenposten. Die suchen halt Romanov. Hoffentlich geht es nicht auf Zeit und irgendwann finden sie ihn. Wenn ich nicht schnell genug bin. Habe ich inzwischen zwei, danke schön. Zwei Sammler. Ich glaube, ich brauche noch einen dritten. Gestoppt. Aber ich befürchte, das Tiberium geht dann bald zu Neige. Aber egal. Ich will noch einen Sammler. Gehen wir direkt da nach oben. Da kommen sie schon wieder. Aber ich komme endlich mal ein bisschen voran. Das, dann kann ich schneller bauen, aber ich habe ja eh kein Geld. Also eigentlich kann es mir, glaube ich, egal sein, ob ich schnell bauen kann. Deswegen baue ich einfach nur Panzer jetzt. Spionage. Ich kann ja mal, wenn ich Romanov jetzt finde und dann irgendwas auslöse, dann wäre das ganz übel. Die wollen meinen Sammler haben, aber der kann sich verteidigen. Wie der gleich alles in Flammen steht, was sie anschießen. Ah, einen haben sie durchgelassen, ich glaub's ja nicht. Das gibt's doch nicht, ey. Und dann darauf. Mist! Ich habe noch keine Verteidigung. Wartet doch noch mal ein bisschen. Ich habe nur noch zwei Panzer. Zum Glück habe ich hier ein bisschen Verteidigung stehen. Wieso soll ich das nicht reparieren? Ich habe doch einen Auftrag gegeben. So, nach oben. Jetzt unbedingt Panzer bauen, bitte. Ich würde auch gerne Apokalypse bauen, aber die brauchen zu lange. Also ich meine, die kosten zu viel. Eigentlich alles. Ah, sie kommen immer wieder mit demselben Trupp, das kennen wir doch irgendwie. Aber immerhin, ich habe gleich keine Gehirne mehr, die übernommen werden können. Dann konnte Juri sich das in den Arsch schieben. Ihr eigenes Gehirn. Romanov noch nicht in Sichtweite. Irgendwann finden wir den auch. Der will meinen Sammler, aber der kann sich verteidigen. Na, oder den Sammler? Wo will er hin? Kraftfeld bereit. Sie ist immer so schlecht gelaunt. So wie man sich Russen halt vorstellt. Nie gut drauf, aber ständig am Saufen. Kommt von der Schimmelfirma. Wieder so ein King of Queens in seiner. Ah. Generatoren angelaufen. Position wird geändert. Die gehen jetzt außen rum, weil sie. Die koordinieren das schon wieder. So ein Scheiß. Ich muss mich jetzt in Sicherheit bringen. Das ist jetzt total doof. Die nehmen jetzt vielleicht meine Panzer. Übernehmen sie jetzt. Ich habe kein Geld. Ja, super. Genau das hatte ich mir gewünscht. Jetzt haben, ja super, jetzt haben sie noch einen von mir übernommen. Noch einen. Der leckt mich. Habe ich jetzt noch genug? Zum Glück kann er keinen Sammler übernehmen. Ich habe es überlebt, aber irgendwie total... totales Durcheinander hier jetzt. Irgendwas muss ich verkaufen, glaube ich. Irgendwas Unwichtiges. Zum Beispiel die Kraftwerke. Da kommen auch noch ein paar Leute raus, die ich auch gerne verkaufen würde. Das müsste reichen. Soll ich dann vielleicht da oben... ich weiß nicht, wo noch mehr... Ach, da liegt noch mehr Tiberium. Und lass hier unten stehen. Zack. Rein da. Und ich habe noch einen Sammler dazu bekommen. Da wollen wir uns wohl nicht beschweren. Obwohl es ziemlich bescheiden ausging für mich. Ja. Tesla. Ich glaube, ich würde ja gerne auch noch mehr Verteidigung reinstellen. Tesla-Spuren zum Beispiel mitten in die Basis und auch überall außen rum. Am besten überall Tesla-Spuren. Aber leider habe ich kein Geld. Ich bin so eine arme Kirschenmaus. Das ist unfair. Kann da nichts machen, vor allem wenn sie mit Juris kommen, ist das Bullshit. Ja, hockt sich erstmal hin, gut. Der will hier nur auskundschaften, das sehe ich aber gar nicht schon. Vier Sammler jetzt, also drei Sammler. Ich habe einen verloren, kann es sein.
Und das sein, jetzt kommt schon der nächste. Was haben die denn davor? Einzeln da alle hinstellen und sammeln, aber das lasse ich gar nicht zu. Ich kann die jetzt nacheinander schön abschlachten. Oh nein, da sind ein paar mehr. Na, zwei, drei. Ja, gegen drei komme ich auch gut an. Ich habe Elektro, da habe ich keine Angst. Ist wie Pikachu, der hat auch vor keinem Angst. Höchstens von einem Onix. Und das Sibirium ist bald all. Ich glaube, wenn ich einen Ingenieur reinschicke, dann ballert das einfach kaputt. Ich müsste es mal ausprobieren, aber nö. Ich soll ja nach Osten gehen, dann gehe ich am besten erstmal nach Norden und hole mir hier ein bisschen was. Aber wahrscheinlich ist da schon der Hauptstützpunkt. Aber von oben kommen sie auch immer mit den Gatling-Panzern. Hier rechts nur mit Juris oder einfachen. Obwohl, das ist auch ein Gatling-Panzer. Hör auf mit der Scheiße. Ich warte halt lieber nicht, bis sie sich sammeln. Oh, da kommen schon wieder mehr. Schluss. Ah, jetzt wollen sie schon wieder sammeln. Kommen sie aus den ganzen Stützpunkten zusammen. Und ich habe hier nur einen. Ich habe nie Verbündete. In der letzten Mission hatte ich alliierte Verbündete und dann hatte ich dafür keinen eigenen Stützpunkt. Alles total scheiße. Immer unfair. Ich muss jetzt einfach mal dazu kommen, eine kleine Angriffsruppe zu bekommen. Immer wieder dasselbe Problem. Irgendwie hapert es aber am Geld. Jetzt habe ich echt vier Sammler. Ich sehe sie im Blick. Also mehr als vier Sammler kann man nicht wirklich unbedingt brauchen müssen, oder? Die lasse ich jetzt einfach mal kommen. Die können ja von meinen Geschütztürmen in Empfang genommen werden. Und zur Not stehen da ja die Panzer rum. Ja. Oh, die sind echt stark. Wenn es kaputt geht, dann war es nicht wert. Dann hätte ich mich geärgert. Aber Reparatur kostet auch ewig. Aber immerhin kann ich die reparieren. Meine Einheiten kann ich gerade nicht reparieren, weil ich keine Werkstatt bauen will. Ich mag keine Werkstätten. Werkstätte kosten immer so viel Geld. Sau viel Geld. Neubauen ist total billig. Gibt es nicht mal irgendwann wieder ein Bespiel? Ach doch. Habe ich nicht mitgekriegt. Ja, super. Cool, wir haben es geschafft. Gegen Infanterie haben die viel mehr Probleme als gegen alles andere. Sammelt der auch irgendwie? Oder? Ich glaube, die sammelt die ganze Zeit schon nicht, weil einmal die Raffinerie zerstört war. Aber die beide sammeln, ja. Hätte ich mal drauf achten sollen. Der salutiert ein bisschen komisch. Dem sein Stirn ist anscheinend auf Brusthöhe. Oder er hat irgendwie seinen Kopf verloren. Die regen mich auf. Da würde ich das hier gerade oben hin noch bauen. Genau. Der ist sehr gut hier. Der kann nämlich nicht übernommen werden. Der ist ja perfekt. Perfekte Abwehreinheit. Produktion abgeschlossen. Sie stellen eine Bedrohung dar. Genau das. Na, was sagt ihr jetzt? Da würde ich dann gerne noch irgendwo hinstellen. Hier vielleicht. Falls sie wieder außen rumlatschen wollen, die Juris. Das hat ja beim letzten Mal bei denen leider geklappt. Aber das wird jetzt nicht noch einmal. Yay, Spionageflugzeug ist gleich wieder bereit. Das nervt doch überhaupt nicht. Da kommen sie schon wieder. Aber da kommt auch mein Sammler wieder. Die wollen sich da immer erstmal sammeln, ne? Na, das war ja knapp. Ah, regt mich nicht auf mit euren schwachen Einheiten. Er heilt sich sogar selber. Aber echt nur minimal. Vielleicht haben sie auch ein Krankenhaus eingenommen. Ich habe ganz feste Krallen gegen euer Eisen. Yay. Mal gucken, ob es so weit kommt. Hier irgendwo ist auch bestimmt Romanov. Der will sich das Kamel holen, der hat Hunger. Gut. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt, wenn man gleich stirbt. Einheit bereit. Ja, jetzt kann ich endlich mal hier vorwärts bauen.
Da steht leider nie, wofür es ist. Es ist meines Wissens ja dafür gewesen, dass man alles schneller bauen kann, sowohl Einheiten als auch Gebäude. Oder nur eins von beiden. Und dafür ist es sauteuer. White Generals, glaube ich, oder Tiberium Wars auch eventuell, steht immer noch dabei, wofür es auch gut ist. Ist natürlich sehr viel praktischer, wenn man das nicht alles unbedingt weiß. Gerade bei Add-on, wo alles Neues oder vieles Neue dazu kam. Jetzt sammeln alle vier Sammler da unten. Warum? Genau deswegen sollte man das nicht tun. Die dürfen das nicht... Schleifer hießen die, oder? Schleiferpanzer. Ja, irgendwie dürft ihr auch mal schießen. Einen kaputt gemacht und dann denken sie, ja, das reicht doch jetzt. Haben wir genug geschafft heute. Ich weiß nicht, was die sich manchmal denken. Ja, wir stehen jetzt so weit weg. Ich habe keine Lust, noch einen halben Meter dran zu fahren. Hab nur eine Raffinerie, das kann gefährlich werden. Aber so wenig Tiberium. Einheit bereit. Ey. Das Beste an dieser Mission ist immer noch, dass es keinen Psychodominator gibt, zumindest noch nicht. Die ganze Karte ist voll mit Yuri-Zeug. Und das muss ich ja auch noch einnehmen. Und diese Dinger sind ja auch dumm. Psychoturm. Kann ich keine Lufteinheiten bauen oder dergleichen? Glaube nicht. Höchstens mit einer Reparatur, mit einer Werkstatt versuchen, dass ich dann mehr Baumöglichkeiten habe. Ich glaube nicht, dass das hilft. Ich könnte ja jetzt einfach einen Ausfall mal machen. Hab ja ordentlich Einheiten jetzt. Die Hoffnung steht, dass ich dann Verstärkung bekomme, aber das kam schon ewig nicht mehr vor. Das vermisse ich ja immer so sehr. Ich liebe es, weil das heißt, Verstärkung ist eingetroffen. Bei Tiberian Sun von Eva gesagt, am schönsten. Ich bin Energie, effizient und sauber. Aber hier in Alarmstufe 2 kommt das irgendwie sehr selten vor. Oder wenn es vorkommt, dann nicht dann, wenn man es wirklich braucht. So, ich probiere es halt mal. Ich habe schon lange nicht mehr gespeichert, kann es sein. Könnte ein Problem sein. Oder werden. Ja, ich sollte vielleicht nicht mit allen losmarschieren. Aber wir sollten nach Osten. Das machen wir jetzt auch. Dumm, dass da wieder Gebäude übernommen sind. Dann werde ich hier schon mal nicht mehr von blöden Infanterieeinheiten belästigt, nehme ich an. Hoffentlich werde ich in der Zwischenzeit nicht hier allzu sehr belästigt. In der Basis. Infanterie brauche ich nicht wirklich, die kann zurückbleiben, die ist viel zu langsam. Der läuft der Patrouille, glaube ich. Wie kann ich am besten Gebäude zerstören mit Feuer, aber ich habe hier keine Feuereinheiten. Probieren wir es so. Elektro reicht vielleicht auch. Ne, Elektro ist... Ah, das sind alles Dreier oder was? Ich gehe da voll unter. Das ist übel, diese Schüler manchmal. Eigentlich sind die voll schwach und dann sind sie total effektiv. Und dann nehmen sie direkt das nächste Gebäude ein. Das ist eh das Beste. Das ist zum Glück nur noch einer. Das ist richtig ärgerlich, sowas. Ja, ich will eigentlich das Teil vor allem wegkriegen. Blödes Spionageflugzeug. Na, ich habe kaum noch Einheiten. Das könnte problematisch werden jetzt. Schafft ihr das noch? Schnell. Schnell weg von den Gebäuden. Den er weg. Einheit verloren. Ja, wo ist Romanov? Hm? Ja, schafft ihr das oder was? Ich habe meinen ganzen Einheiten dabei verloren. Aber vielleicht war es das ja wert. Es wird auf jeden Fall nicht nochmal aufgebaut, schätze ich. Einheit verloren. So, ich gehe wieder weg hier. Oder noch ein bisschen erkunden. Oh, jetzt kommen sie da. Aber es müssten die letzten sein, glaube ich, aus der Richtung. Ich hoffe das sehr. Dann habe ich Ruhe vor Infanterie, nehme ich an. Schnell mit denen hin. Die sind ganz wichtig dafür. Wie sind wir auf zwei gleichzeitig gehen? Wenn sie auf eins gehen würden, wäre eins bestimmt kaputt. Nach diesem Angriff. Zurück. Keine Juris mehr jetzt vielleicht. Wäre auch schön. Speichern, ne? Das war ja durchaus ein Erfolg. Mit großen Kollateralschaden. Kollateral, genau. Kot,
Kollateral, so in Englisch. Ah, cool, wie sie mich einfach nicht anschießen. Es ist total feige, sich in Gebäuden zu verschanzen, vor allem in so vielen. Mal ein Gebäude direkt an der Basis, an der eigenen stehend, ist in Ordnung. Aber das ist einfach nur feige, wie die das machen. Da mit den ganzen Schülern rein. Bisschen Tiberium noch. Ja, ich glaube, mir geht es nämlich langsam aus. Ich baue keine Einheiten nach, glaube ich. Produktion läuft. Machen wir das mal im abwechselnden Takt. Damit ich auch ein paar Apokalypse-Panzer habe. Die vermisse ich ein bisschen. Die können auch in die Luft schießen, obwohl ich aus der Luft gar nicht mal angegriffen werde. Das mag anscheinend. Oh, das ist ja geil. Das würde ich. Das würde ich. Ja, schieß doch. Ingenieur. Der ist wichtig. Der sorgt für Geld. Positiv. Jetzt muss er nur noch durchkommen. Ich dachte schon gerade, es wäre ein Scharfschütze, aber der wäre gut getarnt gewesen. Sehr gut getarnt. Ja, 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 ja. Die Mission könnte auch bedeutend schwerer sein, wenn es hier eine Superwaffe vom Gegner gäbe. Oder einfach mehr Angriffe, nicht nur diese ab und zu mal geskripteten Dinge. Wie jetzt zum Beispiel, habe ich was im geskriptet gesagt? Das schafft er wieder, oder? Der kriegt ein bisschen Unterstützung. Wieso ist das ein Dreier geworden? Unglaublich. Schloss. Er merkt schon, wer gefährlicher ist. Ein Sammler oder ein Elektropanzer? Donnerblitz! Ah, mein erster Apokalypse-Panzer, ist das herrlich. So. Alles Stück für Stück aufdecken. Da kann man doch eigentlich direkt alles zeigen. Das könnte man doch viel leichter haben dann. Der Lord Stör. Immer mal ein bisschen Erz am Rumliegen hier. Aber nicht sonderlich viel im Endeffekt. Und ich habe keine Wahl, ich muss über diese Brücke. Und deswegen muss ich diese scheiß Häuser alle vernichten. Kann ich aus der Entfernung irgendwas nutzen? Aus der Entfernung. Entfernung. Oh, und vor drei Raketenwerfer. Habe ich so. Ich habe ihn noch nie wirklich selbst gebaut. Aber jetzt hätte er wirklich mal seine Daseinsberechtigung. Ja, Ölraffinerie. Die sagt es immer so. So ernst, so böse, als ob es was ganz Schlimmes wäre. So, brauchen wir da zwei von. Das ist echt meine Einheit jetzt, die ich da wirklich gebrauchen kann. Das ist auch die einzige, die dafür in Frage kommt. Die ist quasi prädestiniert für derartige Aktionen. Herrlich. Jawohl. V3 gibt es nicht. Moment, war das V3 oder V2? V3. V2 gab es meines Wissens, kenne ich noch irgendwo her. Und V4 gibt es glaube ich inzwischen auch, aber ich bin mir da nicht sicher. Welche Mittelstreckenraketen hatten wir in der Türkei gerade stationiert? Also schon eine Weile her, aber die sind glaube ich immer noch da. Waren es nicht auch V3? Bin mir nicht ganz sicher. Mal gucken, wie lange die da noch stehen. Oder ob das nächste Gedicht da etwas anderes bewirken wird. Ja. Das hier. Wieso wollen wir das zerstören, wenn da niemand drin ist? Das ist doch reine Zerstörungswut. So, nehme ich darauf. Na, ich habe vielleicht zu wenig Einheiten dann, um mich zu verteidigen. Wir versuchen es trotzdem. Wir haben Premierminister Romanov gefunden. What? Wo? Eintreffende Nachrichten. Wo? Ich sehe ihn nicht. Von allen Basen der ganzen Welt. Gehen Sie ausgerechnet in diese hier. Willkommen, Genosse General. Wir sollten auf den Beginn einer wunderbaren Freundschaft anstoßen. Unsere Basis steht unter. Das hier sind die Pläne für den Eisernen. Ich habe den gar nicht gesehen, aber in irgendeinem Hotel ist anscheinend drin. Unseren Sprengwagen zusammen ein, um die ultimative Vernichtungswaffe zu erschaffen. Ich komme nicht hinterher. Es passiert so viel auf einmal. Das ist das einzige Blöde am Add-on. Da passieren so viele Sachen auf einmal immer wieder. So, ich stelle da jetzt endgültig mal eine Tesla-Spule hin. Es regt mir so auf, dass die da von rechts immer reinkommen.